Hallo und herzlich willkommen zurück bei Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir sind heute ganz lieb und sanft und werden heute mal nicht schlachten, sondern einfach überall so stehen bleiben, wie wir wollen. Um mich mal ein bisschen hoch zu leveln. Du wirst natürlich keine Einheiten bauen, das hat er mir hoch und heilig während der Aufnahme, nach der Aufnahme, zwischen den Folgen versprochen. Und wenn er jetzt was anderes sagt, lügt er. Nee, willkommen Lü, der ist natürlich auch am Start und ja, schauen wir mal. Ich mute mich mal, gehe direkt in die taktische Phase. So ist es. Okay. So. Gut, ich kann hier endlich mal ein paar Truppen bauen. Das wäre vielleicht mal wieder ganz günstig. Ich habe ja ordentlich was verloren. Hier baut sich ein bisschen was auf. Der greift da an. Ich hoffe, dass er das schafft. Ich erwarte, dass er das schafft. Ich selbst werde hochziehen und wieder hier oben angreifen. Ohne irgendjemanden. Ja. Einfach nur, weil ich kann. Was hat er noch? Er hat eine Ork-Bogenschützen-Einheit. Ja, das ist kein Problem, die kriegen wir hin. Und dann sollten wir vielleicht irgendwie es schaffen, ihn da rauszudrängeln. Diesmal wird es ein aktiver Angriff, allerdings halt ohne, dass ich Einheiten riskieren will. So, der zieht vor. Ich ziehe ebenfalls vor, dann sollte das kein Problem sein, den hier zu plätten. Das ist gut. Und ja, dann hier oben. Da hat er mittlerweile einen. Du ist jetzt mit dem Drachen da. Ich glaube, die Festung wird fallen. Ich sag's mal, wie es ist. Es ist sehr wichtig, dass diese Festung wieder zurückerobert wird. Aber wenn ich da jetzt noch mit drauf gehe, ist das ein Echtzeitgefecht, was wir vielleicht verlieren könnten. Und das will ich nicht. Weil, wie gesagt, NPC ist ja auch noch da. Und, ja, ihr wisst schon. So, insofern, wie gesagt, ich bleibe hier, gehe dahin und hoffe, dass das der NPC da unten schafft. Ansonsten sieht es echt schlimm gleich aus. Ich werde hier oben versuchen zu verteidigen. Gegen Drogov, gegen Kankra, gegen alles, was da ist. Der wird jetzt einen geschlossenen Angriff fahren, denke ich mal. Ja, hoffe, dass das hinhaut. So, und dann müssen wir echt mal langsam in die Pötte kommen. So, okay. Ich würde sagen, es geht los. Phase. Habe ich. Hier habe ich auch gebaut, ne? Ja, hier habe ich gebaut. Hier unten kann ich noch bauen jetzt mittlerweile, genau. Da hatten wir ja, die Spinnenreiter waren zwei Runden. Nein, der da unten war eins. So, 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 so. Machen wir mal so. Okay. Und dann gucken wir weiter. Gegen Dü brauche ich momentan nicht gehen, weil im Echtzeit bin ich halt zu schlecht. Ich muss versuchen, jetzt den Grünen ein bisschen, das ist jetzt mein Plan, ein bisschen zu plätten. Vielleicht hilft das ja, dass wir da irgendwo was kriegen, weil gegen Dü verliere ich. Dü ist besser. Gibt's nichts anderes zu sagen. Außerdem hat er jetzt noch nur so einen immensen Bonus, ja. Ich habe mal mit meinen vier Gebieten hier. Das ist echt nicht viel. So, und dann gucken wir mal. Okay, ich würde sagen, Phase beenden, los geht's. So, Dü ist natürlich noch nicht so weit. Er wird überlegen, wie er das da oben macht. Ich hoffe ja, dass der NPC stark genug ist, wenn Kankra dann eingreift, zu kommen. Ich gehe mal davon aus, dass der das versucht. Ansonsten könnte es natürlich auch sein, dass er versucht, dieses Gebiet zu sich zu holen. Und in dem Moment, ja, in dem Moment hätten wir sowieso verloren. Nein, er zieht vorbei. Das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Muss ich sagen. So. Okay. Dann ebenso. Drachenfürst. Bogenschützen 4. Nichts. Der hat schon wieder. Wo hat er immer die ständig. Der hat aber auch eine immense Einheitenproduktion. Kannst du echt nicht anders sagen. Naja, dann ist es halt so. So, wir können es ja mal trotzdem versuchen. Vielleicht kriegen wir den irgendwie platt. So. Er wird natürlich in der Nähe der Festung bauen, was halt schlecht für uns ist, aber ja, andererseits ist halt so. Ja. Du gehst schon mal pauschal vor, du baust nach wie vor deine blöde Festung hin. Deine blöde Festung hinbauen, du doof. Dann du baust mal das hier, damit ich hier das Gebäude schnell erobern kann. Ja, so, so. Das ist die taktisch klügere Entscheidung in dem Mann im Moment. Ich bezweifle stark, dass Dü sich irgendwie zurückzieht jetzt großartig.
haben den Feind gefunden. Die feindliche Festung. Der Feind! Das hat ja gar nichts gebracht, effektiv. Na gut. Das ist nicht so gut. Toll. Deine blöden Einheiten. Ja. Und wieder aufgeben. Ja, wie gesagt, gegen Dü, ja. Sie haben den Baumeister erschlagen. Also. Immerhin haben wir, ja, wie gesagt, eine Einheit wieder plätten können. Das ist schon mal was wert. So. Dafür hat die andere gut gelevelt. Aber die kriegen wir dann beim nächsten Mal. So, habe ich beschlossen. So, okay. Es wird interessant. Du bist vorgerückt. Weißt du noch, wer das letzte Mal das Gebiet des Verbündeten gekriegt hat? Bei uns? Kannst du dir. Nimm dir halt jetzt. Oder? Okay. Nimm dir. Schlimm. Ne? Genommen. Werde ich eh nicht lange halten können, wie ich mich kenne. Vermutlich nicht. Ja. Gut, dann wäre ich durch. Hast du noch irgendwas? Ja, ich habe tatsächlich noch oben. Dann berechne oben die Schlacht. Oben mal gucken, was diesmal was wird. Ja, oh, diesmal. Diesmal schon. Ja, hätte ich mal rüberziehen sollen. Ja. Nee, naja. Ich hatte schon gesagt gehabt, dass ich habe dich so ein bisschen ausgetrickst, wenn man das halt so möchte. Mit meiner doppelten Armee. Du hast vermutlich erwartet, dass ich mit dem Drachen halt auf die Festung gehe, ja. Auf die Festung gehe. Ja, macht aber, das habe ich mir ja gerade nochmal kurz beim Rauchen vorher so gesehen, halt auch nochmal überlegt gehabt. Macht halt keinen Sinn, weil ist ja eine unterirdische Festung. Das heißt, mit dem Drachen habe ich eigentlich gar keine Chance, irgendwie großartig was zu machen. Der ist sowieso useless, das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist die, du wusstest ganz genau, dass ich zwei Felder angreifen kann und hast dich halt im Grunde fürs Wichtigere entschieden, halt die Festung. Genau, zumal man dazu sagen muss, hättest du diese Festung gekriegt, hätte es gut sein können, dass ihr die gewonnen hättet. Dann hättest du nämlich alle Festungen besessen. Oder ihr, euer Team. Stimmt, wir spielen auch Festungen, ne? Ja. Stimmt, tatsächlich. Stimmt, deswegen aber da war ich das ein extrem wichtiges Feld. Stimmt, ja. Ich habe tatsächlich nochmal eine Schlacht hier unten, aber es sollte eigentlich gut ausgehen, ja. Ja. Na gut, das ist ja okay. Na dann. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal auf Phase beenden an der Stelle. Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Haben wir wirklich alle Festungen gemacht? Ja, tatsächlich, ne? Stimmt. Das heißt, das hier oben ist im Grunde genommen das Zünglein an der Waage, wenn man das halt so möchte, ne? Im Moment leider schon. Was ich ein bisschen ja nicht so schön finde. Aber vielleicht ändert sich das ja demnächst. Ich bin gespannt. Ich auch. Na gut. Ich gehe mal in die taktische Phase. Ich mute mich mal. Und schau mir mal, was da so weitergeht. Mach das, ich mute mich mit. So, und ich werde mal hier Einheiten bauen. Dasselbe, was ich immer mache. So. Der Drache ist eh jetzt momentan reicht weit weg. Brauchen wir nicht nur die. Die da hier, das ist Kanonenfutter, die zu bauen, lohnt sich überhaupt nicht. Weil die Lanzenträger sind ein bisschen stärker gegen Lanzenträger, aber sind trotzdem nur Kanonenfutter. Deswegen lasse ich die auch komplett aus, obwohl die auch eine Runde brauchen würden. Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette, so gucken wir mal. Ich greife hier keine Festung an, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit der Festung hinbekommen würde. Deswegen gehe ich lieber hier auf die Mitte, hole mir da mal ein bisschen was von der Brigitte in der Mitte und guck mal weiter. Ich könnte alternativ auch hier hin und da ein bisschen was holen, aber das können wir ja in der nächsten Runde immer noch machen. Wobei es halt da die Gefahr ist, weil dass der kommt. Der hier, ja gut, der kann auch hier reinziehen. Wie du das machst, machst du das verkehrt, ne? Guck mal halt mal. Hier oben bleibe ich stehen, weil hier unten leider mein NPC geschlagen wurde. Der versucht es aber nochmal. Ich bin jetzt fast am Überlegen, damit reinzuziehen. Einfach weil es sein muss, aber andererseits drei Horden Orkbogenschützen. Der wird auch wieder mit rüberziehen.
Andererseits, wenn er alles rüberzieht, steht natürlich die Kaserne hier alleine da. Die Festung und so. Und überhaupt. Du weißt schon. Mhm, was haben wir denn hier eigentlich von der Ausbildung her? Du kannst hoch. Geh mal bei... Na, nicht bei Gorkil rein. Das war zu falsch. Geh mal zurück. Geh erstmal hoch. Reicht erstmal. Geh erstmal hoch. Das reicht erstmal. Geh erstmal hoch. Das reicht erstmal. Geh erstmal hoch. Das reicht erstmal. So. Ich werde es trotzdem jetzt so versuchen, in der Hoffnung, dass der jetzt dadurch, dass einer da ist, nur noch ein Spinnenreiter von Dü, dass das jetzt leichter wird für ihn. Dadurch, dass er vielleicht noch ein bisschen stärker geworden ist, was weiß den ich, möglicherweise. Dü wird wahrscheinlich jetzt, also ich würde jetzt an Dü's Stelle jetzt, da er weiß, dass das die letzte Festung ist, die er braucht, da einen Angriff versuchen. Wäre halt toll, wenn der hier hingezogen wäre. Andererseits, wie gesagt, ist hier Gefahr, ne? Insofern, wir werden sehen, was wird. So. Phase beenden. Habe ich noch was zu tun? Den hier kann ich mal hochziehen, genau. So. Was habe ich denn hier noch drin? Den hier können wir runterziehen. Und den hier auch. So, der Ork, der Troll ist ja wurscht. Na dann. Jetzt aber. Der zieht dahin, okay. Dann, okay. Also wie gesagt, es läuft überhaupt nicht gut. Auch der Gelbe, der ist jetzt so weit zurückgedrängt wie nichts Gutes. Du ist der, der hier im Prinzip alles vereinnahmt. Naja. Ich rechne schon damit, dass dieses Let's Play verloren geht. So, da oben ist quasi der aktive Festungskampf. Na, dann gucken wir da mal rein. So, Echtzeit. Kankra gegen Kankra. Hat einen ganz schönen Schrank. Das ist ja wenig. Wir haben eine einzige Schlacht haben wir. Na gut. Ja. Muss auch mal sein. So. Wie gesagt, im Prinzip könnte das eine Entscheidungsschlacht sein. Ne? Hä, warum eine einzige Schlacht? Habe ich den Drachen nicht gezogen, ich Rundvieh? Ja, wahrscheinlich. Glückwunsch, du Black. Bist ein Idiot. Aber was soll's. So. Okay, wir bauen mal los. Haltet euer Werkzeug bereit. Flim. Macht dich nützlich. Das Auge beobachtet uns. Hier hin. Verneigt euch Gorkil ist mal, ja, genau. Nicht Kankra, Gorkil ist es, ja. Den wir hier haben. Kankra wird er wieder wahrscheinlich da oben verstecken wollen. Vorsicht! Hier oben wahrscheinlich. Ich gehe mal hier hin. Nicht stehen bleiben! Wir werden jetzt dann hat fertig! Da gesetzt. Naja, ist ja auch egal. Wir gehen wieder raus. Gucken mal, dass wir hier draußen das eine oder andere Gebäude kriegen. Da ist eins. Dann nehmen wir das. Genau. Hopp. Vorwärts, Bestie! Tiedelum, Tiedelei, Tiedelei, Tiedelei. Arbeitet an eurer Einstellung! Ihr wisst, was zu tun ist! Ich weiß gar nicht, ob der Drache hier drin irgendwo groß agieren kann. Kann durchaus sein, weil, wie gesagt, im Dingens, im Let's Play kommt er da nicht rein, aber das muss ja nichts heißen. Vernichtet sie! Ja. Gut, ist im Prinzip das gekommen, was ich fast erwartet habe. Gebäude ist fertig! Verteidigt das Lager! Sie greifen den Baumeister! Stich ihn! Macht was euch befohlen wird! Ihr wimmelt es von Feinden! Ja, Baumeister, du baust mal weiter. Hier, Meister, bau mal hin. Mach dich nützlich! Nicht fliehen! Gut, jetzt runter. Okay, das ist soweit gut gelaufen. Dann kann ich mir das schon mal wiederholen. Das ist schön. Das neue Gebäude ist fertig. Rokil ist auch schon Level 8. Keine schlechte Sache. So, Kankra ist auf jeden Fall ausgeschaltet. Wir können endlich auch mal was bauen. Wir bauen mal hier. Was sollen wir sonst noch bauen? Ich habe zu wenig Rohstoffe. Natürlich, wie immer. Kennen wir ja.
Gerade hier. Macht euch wieder an die Arbeit! Hier gibt es immer so, Arbeit! Okay, bauen einen Gang hier rein. Macht so. Dich nützlich! Macht, was euch befohlen wird! So, okay, dann hätten wir hier. Langsam. Und hier unten ist nichts, ne? Nö. Bei dir drüben ist halt noch was, was er sich schnäppeln kann, aber das will ich nach Möglichkeit vermeiden. Und naja, wir können auch erstmal die Folge hier beenden, oder was meinst du? Die Höhle ist. Das klingt doch nach einer ganz guten Maßnahme, genau. Ne? Dann können wir den Endkampf in anderer Ecke weiterführen. Leute, lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.